Hi YouTube, hallo Messerfreunde. Hier seht ihr ein neues BIM-Projekt, was den Tage zu mir kam. Handelt sich um das Schrät 303. Ich nehme es mal kurz in die Hand. Eins kann ich euch vorneweg sagen, das Ding ist echt ein Klopper. Ich habe schon mal die Waage bereitgestellt, wir gucken gleich mal, was es wiegt. Ziemlich fette Klinge. Holzschliff drauf. Wobei ich da ja, weil er ist eigentlich ziemlich dick ausgeschliffen, das kann man jetzt nicht schlecht sehen. Da wäre eigentlich ein Flachschliff sinnvoller gewesen. Aber gut, sei es drum. Framelock mit Stahlplatinen beschichtet. Was soll damit passieren? Ist klar, Flintstone-Finish drauf. Ich muss erstmal gucken, ich muss es mal zerlegen, wie tief die Senkung für die Bohrung sind und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, was passiert. Der Schriftzug soll auch verschwinden. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich das eventuell machen könnte, würde, gerne, wollen würde, wie auch immer. muss ich aber erstmal gucken, ob ich es hinkriege, ob das was wird. Ich habe im Prinzip, ich darf mich austoben, wurde mir gesagt. Gucken wir mal, was passiert. Ja, gucken wir auf die Waage. Das ist eine Ansage. 271 Gramm. Wow. Bei uns würde man sagen, da zieht sie die Buchsrolle. Aber ist halt so. Kann ich nichts dran ändern. Ich meine, ein paar Gramm werden runterkommen. Aber nicht unbedingt die große Welt. Aber wir schauen mal, was passiert. Ansonsten, ja, das Messer ist jetzt schlecht gemacht, kostet ja nicht die Welt, sauber verarbeitet, ist sehr technisch, sehr taktisch angehaucht. Lässt sich ein bisschen aufschnippen, ich mache das anders wie ihr, aber ich kriege es mit meinen kurzen Fingern anders hin. Ich mache nur das mit dem Daumennagel im Endeffekt. Ja. Was mir nicht so gut gefällt, aber es ist halt von der Konstruktion her so, hier sieht man es, die Bohrung für den Detent Ball, sieht man, wenn die Klinge auf ist, ist ein minimales Manko, technisch gibt es kein Problem, aber so beim, gut, bei dem Preis kann man drüber hinwegsehen, aber wenn ich sowas konstruiere, achte ich immer darauf, dass das Detent Ball Loch im Prinzip nicht zu sehen ist. Hätten die einfach hier den Griff 3-4 mm länger gemacht, wäre es gut gewesen. Aber sei es drum, wie gesagt, ansonsten alles dran, funktioniert. Gut, das soll es gewesen sein für bis jetzt, für heute. Und ja, dann mache ich nochmal ein Video, wenn es fertig ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bye, bye.